Hallo und herzlich willkommen bei Adlers Shooting. In diesem Video geht es um die Pistolen von CZ Custom aus Mesa, Arizona. Entwickelt und produziert von Angus Hopdale. In seinem Custom Shop wird das geschmiedete Griffstück, der Verschluss und das 5 Zoll Bull Barrel professionell aufeinander angepasst. Besonders erwähnenswert sind die bei jedem Modell individuell und per Hand eingepassten Abzüge. Fragen zum Produkt an info@ccc-europe.eu. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und jetzt geht's los. Hier haben wir sie, zum allerersten Mal in Deutschland, die CZC Europe AO1 LD. Ja, das ist die Version mit dem langen Dustcover und dem sensationellen Verhalten im Schuss. Performance durch und durch, der Wolf im Schafspelz. Das sagen die einen, wir testen es anders. Eine Pufferpatrone, Putzwerkzeug und Zerlegetools. Natürlich auch Magazine, zwei Stück an der Zahl, 9x19 im Kaliber mit einer Magazinkapazität von 19 Schuss. Übrigens, die Magazine sind baugleich mit denen der CZ-Modelle P09 und P10. Zusätzlich sind sie aber ausgestattet mit speziellen Aluminium-Magazinböden. Ja, und hier kann man wirklich erkennen, das sensationelle Griffstück mit den überarbeiteten Rundungen führt wirklich zu einem extrem positiven Gefühl und für uns auch extremer Kontrolle bei der Schussabgabe. Das Zerlegen der AO1 ist ähnlich wie bei anderen Brennersystemen. Es müssen die Markierungen an Verschluss und Griffstück übereinander gebracht werden und dann kann der Schlittenfanghebel entfernt werden. Das Oberteil ist jetzt nicht mehr gesichert und kann nach vorne abgezogen werden. Einer der signifikanten Unterschiede der AO1 im Vergleich zu anderen Brennersystemen ist die Sicherung. Die wollen wir euch mal kurz zeigen, denn beide Sicherungshebel werden in 1911 Bauart miteinander verbunden und sind in der Mitte geteilt. Die Sicherung hat hierbei jedoch nicht die Aufgabe, das Sear-Housing im Griffstück zu halten, sondern das übernimmt der Sear-Pin. Genau richtig gehört, der Sear-Pin geht durch den kompletten Rahmen von Seite zu Seite und verhindert somit jegliches Spiel des Schlösschens. Von dem auf beiden Seiten im Rahmen fixierten Sear-Housing haben wir lange Zeit geträumt und wir sind einfach der Meinung, dass das eine wesentliche Verbesserung für die Matchup-Züge bedeutet und natürlich auch die Langlebigkeit deutlich verbessert. Ja, die Qualität zeigt sich natürlich auch wieder im Verschluss, denn das 5 Zoll Oberteil der AO1 besticht durch seine hervorragende Verarbeitung. Wir haben ein schönes Checkering an Vorderseite und Rückseite des Verschlusses und das bedeutet einfach eine angenehme und gute Bedienbarkeit. Ja, und jetzt kommt das Zerlegetool zum Einsatz, denn die AO1 verfügt über einen Reverse Plug bei der Federführungsstange und dieser sichert beim Ausbauen die Feder. Ganz klar, amerikanische Bauweise, beruht auf dem 1911-System und ermöglicht somit die Bauart mit einem Bull Barrel. Das Bull Barrel kann dann nach vorne herausgenommen werden und hier haben wir final die zerlegte AO1 LD. Dadurch, dass sich der Lauf nach vorne aus dem Verschluss entnehmen lässt, sitzt er absolut spielfrei im verriegelten Zustand. Sensationelle Bauweise, beeindruckend und ja, es macht einfach Sinn für uns. Wir sind der Meinung, klare Verbesserung. Der Zusammenbau, selbsterklärend, aber eine Sache fällt schon noch auf, enge Passungen und Präzision stehen im Einklang. Jetzt einfach wieder
die Markierungen auf Griffstück und Verschluss aufeinander bringen und dann kann der Verschlussfanghebel wieder eingesetzt werden. Ein besonderes Gefühl, diese Match-Abzüge out of the box, einfach schon mal ganz, ganz besonders. Ja, es kann auf die Trigger-Stopp-Schraube verzichtet werden. Auch ein großer Vorteil der handangepassten Abzüge. Weniger ist einfach manchmal mehr. Hier noch ein kleiner Ausblick. Die AO1 auch in der Short Dust Cover Version zu erkennen. Etwas leichter, etwas führiger und auch einfach für Speed-Disziplin gut geeignet. Hier nochmal gut zu erkennen die beiden unterschiedlichen Rahmenvarianten der AO1. Unterscheiden sich im Wesentlichen in Länge, aber natürlich auch in Gewicht. Durch spezielle Anpassungen kann die Short Dust Cover Version im Gesamtgewicht auch unter 1300 Gramm sinken. Das macht Sinn für einige BDS-Disziplinen. Hier nochmal für euch Close-Up-Aufnahmen ganz gut zu erkennen. Feines Checkering an Vorder- und Rückseite, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Beavertail, stark unterschnitten, schöne Rundungen und die CZC Europe Sicherungen. Hier kombiniert mit den G10 Griffschalen. Als Fazit bleibt uns noch zu sagen, die AO1 ist ein Supersportler auf der Basis der Brünner Pistole, diesmal aber verfeinert mit einigen technischen Raffinessen und einer Verarbeitungsqualität, die wirklich Liebe zum Detail bedeutet. Wie so oft, so ist es auch hier der Fall, Qualität hat seinen Preis und die CZC Europe AO1 wird je nach Variante zwischen 2500 Euro und 3500 Euro Listenpreis. Aber bei uns hat sie gehalten, was sie verspricht und deshalb sind wir der Meinung, dieser Preis ist auch gerechtfertigt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt eure Fragen unten in die Kommentare. Seid dabei, wenn es auch nächstes Mal wieder heißt, es gibt Neues von Atlas Shooting.